Michael Smolik sollte nächsten Samstag gegen Edmon Ringlife antreten im Boxring und die beiden sollten boxen. Jetzt hat er eine sehr, sehr krasse Diagnose bekommen. Und zwar einen Hirntumor. Ja, richtig krass. Wir drücken natürlich Michi alle die Daumen, dass er schnell wieder fit wird. Ja, dass er gesund bleibt und es nichts Heikles ist. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt das Video angucken. Das Statement zum Kampf. Ich darf nicht kämpfen von Michael Smolik. Hallo zusammen. Am besten komme ich direkt zum Punkt, ohne viel drum herum zu reden. Vor ein paar Tagen wurde bei mir ein Gehirntumor diagnostiziert und das heißt, dass ich nicht gegen Edmund kämpfen kann. Ich habe alles versucht, ich habe bis zum Ende versucht zu kämpfen und wollte sogar kämpfen, ohne dass ich es den anderen sage. Ich wollte es weder Salomir sagen, noch meinem Trainer sagen oder meinen Eltern. Ich wollte einfach dahin gehen und kämpfen, aber... Nein, Mann, das geht nicht. Da muss man drüber reden. Und ich finde auch die Entscheidung gut, dass er nicht kämpft. Das geht nicht, Mann. Es wurde jetzt immer schlimmer und nachdem ich es auch meinem Trainer gesagt habe und auch meinen engeren Freunden, war die Entscheidung klar, dass ich es nicht tun kann. Das Ganze fing vor 2 Monaten an. Ich habe beim Joggen gemerkt, dass mir auf einmal schwindelig geworden ist und auch so ein bisschen schlecht. Ich dachte, es ist einfach irgendwie ein Sonnenstich gewesen, weil ich unter einer prallen Sonne gelaufen bin. Und dann kam es immer wieder mal im Training, vor allem dann im Sparring, als auch der Mo Abdallah und der Daniel Lunger bei mir waren, habe ich am Anfang vom Sparring gemerkt, dass mir wieder schwindelig wird. Und ich dachte immer, es ist aufgrund von dem Wetter oder von der Hitze oder weil ich zu wenig trinke und habe mir da wirklich nicht viel dabei gedacht. Und als ich dann in Deutschland war und regelmäßig Sparring gemacht habe, habe ich in jedem Sparring immer das gleiche Gefühl bekommen. Das waren aber auch die einzigen Anzeichen. Ich hatte sonst keine Ausfallerscheinungen. Ich dachte mir, das geht schon irgendwann weg. Ich muss richtig supplementieren, ich muss mich gut ernähren, ich muss viel trinken. Das wird schon. Aber es wurde irgendwie immer schlimmer. Und dann hat der Mo Abdallah, an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, Bruder, dass du zu mir gesagt hast, ich soll zum MRT gehen. Er hat gemeint, Bruder, geh zum MRT und guck dir deinen Kopf an. Gesagt, getan. Es wurde mir ein Termin abgeklärt und ich konnte relativ zeitnah dorthin gehen. Auch an euch, Freunde, ne? Wenn ihr irgendwo etwas verspürt, egal ob Kopf, Knie, Schulter, was weiß ich, kümmert euch drum, bevor es zu spät ist. Ich habe es zum Beispiel nicht gemacht. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Ich habe mir das Labrum an der Schulter abgerissen. Stellt euch vor, er hätte auf Mo Abdallah nicht gehört, hätte gekämpft, hätte vielleicht noch einen drauf bekommen auf den Kopf. Wer weiß, ob das dann nicht alles noch schlimmer passiert. Ich will gar nicht nachdenken, was das für Folgen haben könnte. Deshalb, Freunde, wir haben nur dieses eine Leben. Gesundheit ist das A und O. Deshalb, falls ihr irgendwo was habt, direkt zum Doc und abchecken, nicht vor sich hinschleifen lassen. Das ist Käse. Erst hieß es, dass es ohne Kontrastmittel gemacht wird, war da in der Schleuse drin. Und als ich fertig war, wurde mir gesagt, geh bitte nochmal rein, wir brauchen unbedingt Kontrastmittel, weil man sieht irgendwie was. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, bin nochmal rein mit Kontrastmitteln, bin danach zum Arzt und habe gefragt, wie sieht's aus, sieht man was? Und er meinte, ja, auf der linken Seite sieht man so einen Schatten. Ich kann dir noch nicht genau sagen, was es ist, aber ich melde mich bei dir. Ich habe dann per WhatsApp praktisch so ein Formular geschickt bekommen, die Diagnose geschickt bekommen, weil ich gesagt habe, bitte schickt es mir schnell. Und habe dann über einen Kontakt das per WhatsApp bekommen, weil ich das ja gleich wissen musste, weil der Kampf eben vor der Tür stand. Und dort stand dann drin, dass ich einen Gehirntumor habe. Ehrlich gesagt habe ich aber nicht so viel darauf gegeben, weil Radiologen haben schon viel zu mir gesagt, also dass ich Arthrose in der Hand habe und nie wieder kämpfen kann, nie wieder schlagen kann. Und ich habe schon super viel gehört nach irgendwelchen MRTs. Und deswegen war es für mich so, yo, wird jetzt nicht so schlimm sein. Du, krass. Und habe dann wiederum durch einen guten Kontakt mit einem Professor gesprochen, der in dieser Region eine Koryphäe ist. Also wenn nicht er, wer dann? Und er hat mir gesagt, dass es ziemlich sicher so sein wird, wenn es da drin steht. Hat sich die Bilder angeschaut und hat gemeint, dass ich auf jeden Fall zur Uniklinik nach Heidelberg soll. Und hier bin ich auch jetzt. Es wurden einige Untersuchungen durchgeführt und vorgestern wurde dann auch von dem Professor hier festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Ich habe ihm vorgestern aber noch gesagt, dass ich auf jeden Fall trotzdem kämpfen möchte, dass ich die OP nach dem Kampf mache und habe ihn gefragt, ob das geht. Er hat mir natürlich davon abgeraten. Er meinte, dass in einem Tumor kleine Blutgefäße sind, die schneller aufplatzen und das lebensbedrohlich sein kann, aber nicht muss. Aber allein schon, wenn er sagt, sein kann, ja, auch dem Gegner gegenüber, wäre es natürlich scheiße. Wenn Edmond das nicht wüsste, stellt euch mal vor, Edmond hätte ihn ausgenockt. Und der hätte dann davon irgendeinen Schaden getragen, so auf lebenslange Zeit.
Das wäre auch dem Gegner gegenüber nicht fair, wenn man mit so einer Diagnose in den Fight reingeht. Deswegen finde ich die Entscheidung von Michi hier sehr, sehr gut, dass er den Kampf nicht bestreitet. Jahreslohn für Trenbolohn. Abonniert für die Community ein Abo. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Aber trotzdem meinte er natürlich, es muss so schnell wie möglich raus. Für mich war aber wichtig, den Kampf zu machen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich, weil ich den Kampf unbedingt will und auch zeigen will, wie ich mich weiterentwickelt habe im Boxen. Zeigen möchte, dass ich boxen kann, dass ich Edmund besiegen kann. Für meine Fans, für meine Familie, für meine Freunde. Und vor allem wollte ich auch nicht dem Edmund die Genugtuung zusprechen, weil er noch gesagt hat, ich wette mit euch, Michael Smulik wird nicht bei dem Kampf antreten. Das war alles bei mir im Kopf und ich dachte mir, ich muss diesen. Das ist natürlich auch ein extremer Druck, ne, der dann auf einem lastet. Jahreslohn für Trenbolohn, abonniert selber noch einmal. Vielen lieben Dank. Wie lange hast du geboxt? Ich habe gar nicht geboxt. Ich habe nur Kraftsport gemacht. Fight machen. Und ich habe das dann mit meinem Trainer besprochen, der mich dann aber einen Tag später angerufen hat und gesagt hat, Michael, ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen. Ich kann nicht richtig schlafen. Ich habe die ganze Zeit die Gedanken daran. Ich werde nicht in deiner Ecke sein, wenn du den Kampf so durchziehen möchtest. Das ist das einzige Wichtige, was er hätte machen können. Ich hätte es genauso gemacht, wenn ich Trainer gewesen wäre. Wenn mein Schüler mit einem Gehirntumor in einen Boxkampf gehen möchte, hätte ich gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Und das hat er richtig gemacht. Das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Wurde dann aber... Nillian hat geboxt, ganz viel. In Kneipen und Diskotheken, jedes Wochenende. Aber es ist auch schon ewig her. Parallel auch alles schlimmer. Diese Ausfallerscheinungen, dieses Schwindigsein, was mir schlecht wird, fing dann plötzlich auch an, mitten am Tag zu kommen. Also 3-4 Mal hatte ich das dann am Tag. Gestern war es richtig, richtig schlimm. Da habe ich mir auf die Zunge gebissen, weil ich so verkrampft habe. Meine Mutter hat mich auf dem Boden aufgefunden. Ich kann mich daran nicht mal mehr erinnern. Boah, krass, Mann. Meine ganze Zunge ist wund. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen soll. Ah! Oh Gott. Zieht den Kopf weg. Boah. Der hat sich auf die Zunge gebissen, weil er solche Schmerzen hatte. Boah, krass. Oh. Heftig, Mann. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Weil ich mir so fest draufgebissen habe und ich kann mich daran nicht mal mehr erinnern. Ich kriege auch gerade Antiepileptika gegen diese epileptischen Anfälle, weil die jetzt häufiger kommen sollen und habe halt immer diese Ausfallerscheinungen. So. Also für mich ist die einzige... Nein, Mann, das ist keine Option, dass er da auf jeden Fall kämpfen sollte. War Smolik auf den ESN Day? Nein, ich habe mich auch gewundert, warum. Und jetzt wissen wir natürlich, warum. Wir sollten ja zusammen am Fotoslot stehen. Na, schade, echt. Krass. Die Entscheidung ist gewesen, dass ich den Kampf absage. Ich habe Edmund auch gestern angerufen. Ich habe Legacy gestern angerufen, habe denen erklärt, wie es aussieht bei mir. Die haben es beide verstanden. Möchte mich aber trotzdem auch an dieser Stelle bei beiden entschuldigen und auch bei den Fans, die sich... Ja, dafür muss man sich doch nicht entschuldigen, Mann. Gesundheit geht vor. ...die sehr auf diesen Kampf gefreut haben und ich hätte alles gegeben, um in diesen Kampf reinzukommen. Das Ding ist auch, dass mir das natürlich sehr weh tut, weil ich habe auch mein ganzes Herz da reingesteckt und ich habe richtig, richtig Liebe und Freude am Training empfunden. Es war ganz anders wie vor der MMA-Vorbereitung, als ich gegen Edilson kämpfen sollte. Da hatte ich irgendwie kein Feuer, keine Leidenschaft, keine Liebe irgendwie im Training und jetzt habe ich die wieder gefunden und das tut mir schon sehr weh. Sowas schmerzt, als Wettkampfsportler schmerzt das extrem. Ich meine, es ist jetzt ein richtig, das ist kein Vergleich, man kann das nicht mit dem vergleichen, in welcher Situation ich war, aber ich musste beispielsweise nach 2 Monaten Vorbereitung, wo ich 2 Monate lang wirklich 110% gegeben habe, musste ich meine Wettkampfvorbereitung abbrechen wegen Corona damals, weil es keine Wettkämpfe gab. Und sowas tut verdammt weh, ja. Ich meine, es ist jetzt völlig andere Situation, in der sich Smolik befindet. Aber wenn man wirklich jeden Tag 110% gibt, Tag ein, Tag aus, jeden Morgen aufsteht, nichts anderes im Kopf hat und dann weiß man, okay, man hat es eigentlich für Nüsse getan. Natürlich nicht für Nüsse, ne? Irgendwo sammelt man immer die Erfahrung und jedes Training bringt dich irgendwo weiter. Aber das nervt extrem, das macht einen richtig kaputt.
den Kampf absagen zu müssen. Und ich würde mich freuen, wenn der Kampf irgendwann in ferner Zukunft, wenn ich wieder gesund sein sollte, doch stattfinden wird. Wenn Edmond irgendwie die Zeit und Lust findet und sagt, hey, da ist noch was offen zwischen uns, das klären wir jetzt und den Leuten den Kampf geben. Ich muss jetzt erstmal priorisiert gesund werden. Ich habe nächste Woche Mittwoch schon die OP. Da wird mein Kopf aufgemacht und das wird nicht so cool. Also was mir auch gerade gesagt worden ist, ich habe jetzt einige Untersuchungen gerade gemacht. Ich bin hier gerade in der Klinik Heidelberg, ja, dass ich auch während der OP geweckt werde und die mit mir sprechen, weil es genau auf dem Sprachzentrum drückt, dieser Tumor, und auf mein Bewegungszentrum. Die wundern sich auch, dass ich noch normal sprechen kann, weil normalerweise müsste meine Sprache eingeschränkt sein. Aber bis auf diese Ausfallerscheinungen habe ich nichts. Quasi normal in OP fahren, man dann alles auch einspritzt noch mit einem Betäubungsmittel und dann werden sie bei der OP aber aufgeweckt. Ach, das ist nicht Scheiße, schlimm. Das ist denn? Bei der OP wirst du geweckt, oh mein Gott. Nicht schlimm. Im ersten Moment sagen das alle. Ja. Oder viele. Sie kriegen aber in der Regel, je nach Stadium der Unruhe, auch noch Medikamente, die sie da beruhigen dazu. Mhm. Aber die meisten Patienten haben da kein Problem mit. Also die meisten Patienten, wenn ich sie frage beim Aufwachen, wie geht's ihnen, sagen mir gut und wie... Bin mal bei meiner Beschneidung aufgewacht. Ey, Freunde, hört doch mal auf, das ist hier ein ernstes Thema. Hört auf, so eine Scheiße in den Chat zu schreiben, auch wenn es stimmt. Trotzdem, hör auf, Junge. Wie geht's ihnen? Ja. So. Und was wir dann aber machen, ist, dass wir genau testen, an welchem Bereich dieses Gehirns, das oben drüber liegt, denn Sprache ist. Okay. Ja, weil das wollen wir ja nicht schädigen. Ja. Trotz allem ist es so, dass so 30-50% der Patienten, die man an sowas operiert, transient, also für ein paar Tage bis zu 2-3 Wochen, schlechter sprechen. Ah, verstehe. Ja, das gehört ein bisschen dazu. Okay. Langfristig sind es so nach unseren Daten so 3%. Okay. Ungefähr. Danach geht es dann auch erst los mit Reha, mit Wiederaufarbeitung, mit Gesundwerden. Ich weiß nicht, wie meine Motorik dann sein wird und wann ich wieder mit dem Training anfangen kann, aber ich werde euch mit auf die Reise nehmen. Wenn ihr Lust habt, kommentiert gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten ja, muss ich jetzt einfach erst wieder gesund werden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, krass. Auf jeden Fall wünschen wir Michael nur das Beste, eine schnelle, gute Genesung, dass er nach der OP, dass er die OP gut übersteht und dass er nach der OP natürlich wieder schnell auf die Beine kommt. Scheiß auf Training, Digga. Hauptsache, du wirst jetzt erstmal fit, munter und gesund. Alles andere ist scheißegal. Scheiße auf den Kampf, scheiß auf alles, Mann. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.